Wir suchen die allgemeine Funktion y von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Diese Differentialgleichung ist linear mit konstanten Koeffizienten und nicht homogen. Der von y unabhängige Teil ist aber nicht das Produkt eines Polynoms und einer Exponentialfunktion. Also werden wir diese Differentialgleichung lösen per Variation der Konstanten. Dieses Verfahren wurde in den vorigen Tutorials 021 und 022 im Detail erklärt. Zuerst bestimmen wir die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung, also die allgemeine Lösung y von x von dieser Gleichung. Dazu schreiben wir zuerst die charakteristische Gleichung, das ist z hoch 1 minus 2 mal z hoch 0 gleich 0. Die Gleichung können wir auch in diese Form schreiben und so sehen wir sofort, dass 2 Nullstelle der Gleichung ist mit Vielfältigkeit 1. Also durch Anwendung dieser Formel wissen wir, dass die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung sich schreibt als solch ein Produkt. Wir schreiben e hoch diese Nullstelle 2 mal x mal ein Polynom 1 minus 1. Grades, also ein Polynom 0. Grades und das ist eine Konstante, die wir c nennen. Da ist sie auch schon die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung, die wir hier festhalten. Jetzt suchen wir noch eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Gleichung und dazu sollen wir zuerst die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung in dieser Form schreiben. Aber sie steht schon in dieser Form geschrieben, diese Form können wir also schön beibehalten. Jetzt sollen wir dieses Gleichungssystem aufstellen, aber in unserem Fall enthält dieses Gleichungssystem eine einzige Gleichung, weil diese allgemeine Lösung der homogenen Gleichung eine einzige Konstante enthält. Dieses System enthält also nur die letzte Gleichung. Wir schreiben diese Konstante c mal die 1 minus 1, das heißt die 0. Ableitung dieser Funktion, das ist die Funktion selbst, gleich f von x. F von x stammt aus der Angabe, das ist also hier dieser Bruch, geteilt durch cn. Cn stammt auch aus der Angabe, das ist der Koeffizient der Ableitung der höchsten Ordnung. Die Ableitung der höchsten Ordnung, das ist die Ente, und deren Koeffizient ist effektiv dieses cn. In unserem Fall ist dies die Ableitung höchster Ordnung und ihr Koeffizient ist 1. Also muss dieses f von x, das heißt dieser Bruch, noch geteilt werden durch diese 1. Also so. Jetzt sollen wir diese Gleichung nach c auflösen, was sehr schnell gemacht ist. Und somit wissen wir, dass eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Gleichung sich schreibt als Stammfunktion von diesem c von x dx mal dieses u von x. Und diesen Bruch werden wir noch etwas anders schreiben. Hier steht e hoch x mal e hoch x und eins dieser beiden e hoch x verteilen wir auf diese Klammer. Somit wissen wir, dass yp von x sich in dieser Form schreibt. Wir halten diese Form hier schon mal fest. So, und brauchen jetzt nur noch diese Stammfunktion zu berechnen. Um diese Stammfunktion zu berechnen, nehmen wir die Substitution t gleich e hoch x vor. Wenn t e hoch x ist, dann ist die Ableitung von t gegenüber der Variablen x die Ableitung von e hoch x, also e hoch x. Somit ist dx dasselbe wie dt geteilt durch e hoch x, aber dieses e hoch x, das ist gleich t. Also ist dx dasselbe wie 1 auf t dt.
Somit verwandeln wir diese Stammfunktion in diese da. Und um diese Stammfunktion zu berechnen, werden wir diesen Bruch etwas anders schreiben. Wir können diesen Bruch schreiben als Summe von zwei solchen Brüchen. Im ersten Bruch mit Nenner t² ist der Zähler a mal t plus b und im zweiten Bruch mit Nenner t minus 1 ist der Zähler c. Wir müssen jetzt nur noch a, b und c herausfinden. Um diese Werte herauszufinden, machen wir alles gleichnamig und lassen hinterher den gemeinsamen Nenner fallen. Dieser Bruch wird also unten und oben multipliziert mit t minus 1 und dieser Bruch wird unten und oben multipliziert mit t². Nachdem wir den Nenner fallen lassen, finden wir also diese Gleichheit. Hier wenden wir noch die doppelte Distributivität an und somit finden wir diese Gleichheit von zwei Polynomen in klein t. Zwei Polynome können aber nur gleich sein, wenn die Vorzahlen der jeweiligen Potenzen gleich sind. Schauen wir zuerst für t². Die Vorzahl links ist a plus c und rechts 0. Also muss a plus c gleich 0 sein. Jetzt schauen wir die Vorzahlen von t. Links ist es minus a plus b und rechts 0. Also muss minus a plus b gleich 0 sein. Jetzt noch die unabhängigen Termen. Links ist es minus b und rechts ist es 1. Also muss minus b gleich 1 sein. Woraus wir schließen, dass b minus 1 ist? Aus der zweiten Gleichung schließen wir dann, dass a auch minus 1 ist. Und durch die erste Gleichung wissen wir dann, dass c 1 sein muss. Somit wissen wir also, dass wir hier drin a durch minus 1 ersetzen sollen, b durch minus 1 und c durch 1. Somit finden wir als diese Stammfunktion diese da. Und diese Stammfunktion können wir noch etwas anders schreiben, denn hier steht minus t geteilt durch t², also minus 1 auf t, minus 1 auf t², also minus 1 auf t², plus diesen Bruch steht da. Diese Stammfunktionen kann man sofort bestimmen. Stammfunktion von 1 auf t dt, das ist der natürliche Logarithmus vom Betrag von t. Stammfunktion von 1 auf t², das ist minus 1 auf t. Und Stammfunktion von 1 auf t minus 1, das ist der natürliche Logarithmus vom Betrag von t minus 1. Also stoßen wir auf diese Rechnung. Die Stammfunktion haben wir gefunden in klein t. Jetzt brauchen wir nur noch klein t zu ersetzen durch e hoch x. Und somit finden wir die Stammfunktion, die wir eigentlich von Anfang an gesucht haben. Hier steht Betrag von e hoch x. Aber für egal welche reelle Zahl x, e hoch x ist immer streng positiv. Also entfallen diese Betragstriche. Dann steht hier ln von e hoch x, also x. Somit schreibt diese Stammfunktion sich noch etwas einfacher. Wir haben also eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Gleichung gefunden. Es ist diese Stammfunktion, also diese Summe, mal e hoch 2x, also so. Wir können dieses e hoch 2x noch auf diese Klammer verteilen. Und somit finden wir als partikuläre Lösung diese da. Die halten wir hier fest, so. Und jetzt sind wir fast am Ende der Übung, denn wir wissen, die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung schreibt sich als Summe von yh von x und yp von x. Also so. Wenn man möchte, kann man in den drei ersten Termen noch e hoch 2x ausklammern und somit stoßen wir auf diese allgemeine Lösung der Differentialgleichung.
Solche Übungen nehmen wirklich viel Zeit in Anspruch und am Ende ist man recht froh, die Differentialgleichung gelöst zu haben.